Jonas, was hat es hiermit auf sich? Das ist unsere Abstellkammer. Die Abstellkammer? Was ist da drin? Mach auf. Ja, komm, ein bisschen Details. Ein Regal ist riesengroß. Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja. Quiz-Time! Es ist Quiz-Time-Zeit. Wer hat Bock? Quiz-Time. Du hast Bock. Ich hab Bock. Es ist Quiz-Time-Zeit. Zack. Wir haben heute 3 Spiele vorbereitet. Ihr tretet gegeneinander an. Es gibt einen Gewinner und es gibt einen Verlierer. Der Gewinner kriegt eine Belohnung und der Verlierer kriegt wie gewohnt eine böse, böse Bestrafung. Das erste Spiel ist ein Quiz. Ja, gut. Wir haben 5 Fragen. Bevor ihr antwortet, müsst ihr einmal tröten. Und wenn ihr einmal getrötet habt, dann zeige ich auf euch und dann dürft ihr antworten. Und jede richtige Antwort bringt einen Punkt. Wer am Ende mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Die erste Frage ist, wie heißt der derzeitige Bildungsminister von Mecklenburg-Vorpommern? Das hat was mit Essen zu tun. Ich bevorzuge Brunch. Nutella geht auch. Nicht so mein Ding. Marmelade. Schmeckt da gut. Yes. Rotkorb. Ja, einen Punkt. Quiz-Time. Ich fühle noch die Stimmung bei euch, aber ich glaube, es kommt noch. Wunderschön. Zweite Frage, seid ihr bereit? Ja. Sehr schön. Die zweite Frage heißt, wer moderiert 2016 die Show Wer wird Millionär? Yes. Günther Jauch. Richtig! Das ist ein Punkt für dich, Jonas. Wunderschön, wunderschön. Jetzt machen wir alle zusammen den Quiz-Time-Tanz. Quiz-Time. Wunderschön, wunderschön. Die dritte Frage, mein persönlicher Favorit. Wie viel Liter Schweiß schluckt eine Matratze in 10 Jahren? Eine Schätzfrage. Also gebt ihr beide eine Antwort ab und wer näher dran ist, gewinnt den Punkt. Ihr trötet gemeinsam, sagt beide bei 3 die Antwort 1, 2, 3. 20. 20 Liter ja. Und 6 Liter? Ja. Jonas, du bist näher dran, es sind genau 1800 Liter. 1800 Liter Schweiß in 10 Jahren. Das ist ein weiterer Punkt für dich, Jonas, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Vierte Frage. Seid ihr gespannt? Auf jeden Fall. Das freut mich. Wir sind bei Litern, wir bleiben bei Litern. Wie viele Kalorien stecken in 0,5 Liter Club Mate? Eine weitere Schätzfrage bei 3. 1, 2, 3. 102. 502 und 538? Nein, 102. 102 und was hast du? 538. Es ist ein weiterer Punkt für dich, Jonas. Es sind genau 100 Kilokalorien. Das passiert, das macht doch nichts. Es gibt ja noch 2 weitere Spiele, noch ist nichts verloren. Die 5. Frage machen wir trotzdem noch, weil es ist eine weitere Schmankerl-Frage zum Mitdenken. Ich habe sie bis heute noch nicht verstanden, aber meine lieben Redaktionsfreunde haben sie mir erklärt. Ich habe es trotzdem nicht verstanden, aber ihr kriegt das bestimmt hin, denn ihr seid viel klüger als ich. Wenn gestern Morgen wäre, dann wäre heute Freitag. Wann wurde dieser Satz gesagt? Ich wiederhole nochmal. Wenn gestern Morgen wäre, dann wäre heute Freitag. Wann wurde dieser Satz gesagt? Jonas. Freitag. Nein. Wir machen 3 Versuche und go. Samstag? Nein. Sonntag. Richtig, ein weiterer Punkt. Das Spiel geht an Jonas. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber es kommen noch 2 weitere. Du hast noch alle Chancen, die böse, böse Bestrafung abzuwenden. Mhm. Ihr könnt euch mal lustig im Kreis drehen, würde ich sagen, damit ihr auch nicht mehr wisst, wo ihr seid. Und jetzt auf einem Bein. Das macht ihr sehr schön. Das macht ihr sehr schön. Ich bin begeistert. Der Topf ist platziert. Auf die Knie und go.
Das sieht sehr schön aus. Das ist sehr, sehr warm. Sehr, sehr warm. Nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Aber das ist auch eher warm. Noch ein kleines bisschen. Wir haben einen Gewinner! Jonas, du hast das Spiel leider verloren. Es steht 1:1. Wie konnte das passieren? Und du hast auch was gewonnen! Oh, wie cool! Wollte ich schon haben! Für den Spaß für zwischendurch. Das war Spiel 2 von 3. Es steht 1:1. Wir brauchen ein Finalspiel. Ich hätte es nicht gemacht, aber wir brauchen es. Wir brauchen es. In den Flur. Und dafür künde ich dann das dritte Finalspiel. Das dritte Spiel wird ein Klassiker, ich bin mir relativ sicher. Es ist die Marshmallow Challenge. Ihr beide bleibt hier stehen, ja, und kriegt eine Marshmallow-Tüte und dann jedes Mal, immer abwechselnd, nimmt sich jemand einen Marshmallow in den Mund und sagt Moritz TV. Das machen wir so lange, bis einer es nicht mehr sagt und wer am Ende es geschafft hat, mit mehr Marshmallows Moritz TV zu sagen, ist der glückliche Gewinner des Spiels. Wer möchte beginnen? Ist es am Ende eigentlich egal? Ich will anfangen. Du beginnst. Moritz TV. Boah. Moritz TV. Moritz TV. Moritz TV. Moritz TV. Das zählt. Moritz TV. Moritz TV. Sehr schön. Moritz TV. Es war eng. Es war eng, aber es zählt. Moritz TV. Das war sehr schön. Moritz TV. Auch das zählt. Moritz TV. Ich hab's verstanden, es zählt. Fuck, ey. Moritz TV. Es wird immer schöner. Moritz TV. Geht einer noch? Mhm. Moritz TV. Ihr seid einfach zu gut. Wer hätte das gedacht? Okay, aber du musst erstmal noch einen mehr schaffen, ansonsten ja, noch haben wir unentschieden. Es zählt. Es tut mir sehr leid, du hast leider verloren. Du hast gewonnen. Und weil es so schön ist und ihr so gut seid, machen wir noch einmal den Quiz-Time-Dance, okay? Quiz-Time. Okay, ich bin raus. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei der Belohnung. Viel Spaß bei der Bestrafung. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Adios, muchachos. Ciao, ciao. Ciao, Bella. Wir sehen uns. Für den Sieger haben wir folgendes wunderbares Objekt. Ein klasse Moritz TV-Beutel. Nice. Was sagst du dazu? Der Wahnsinn. Und aus dieser wunderbaren Äußerung kommen wir jetzt nun zu der Verliererehrung. Marien, gut gekämpft, aber leider hat es halt komplett nichts gebracht. Ein Edding. Jonas darf malen. Und zwar auf Maren. Und zwar an beliebiger Körperstelle. Jonas, fühlst du dich deiner Aufgabe würdig? Als Gewinner. Ja, ich glaube schon. Ja, Jonas, was hast du dir bei deinem Werk gedacht? Ein M und eine Rakete, sehe ich das richtig? Ja. Ich bin ein sehr großer Astronomie-Fan. Maren, was sagst du zu deinem Tattoo? Steht dir, oder? Ja, ich bin auch. Wir verabschieden uns von diesem wunderbaren WG-Crash mit einem tollen Tattoo, einem grandiosen Gewinner
und einer Mitbewohnerin, die wahrscheinlich in Zukunft erstmal weniger zu lachen hat. Jonas, steht die Begeisterung quasi ins Gesicht geschrieben. Ja, also Marien ist auch total dabei. Mhm. Marie freut sich. Ja, ich freue mich, ich fand's toll. Wenn auch du deine Mitbewohner so ein bisschen quälen möchtest, dann melde dich doch auch. Wo sollen die sich melden? Dann melde dich unter der unten eingeblendeten Adresse. Wir freuen uns auf dich.